Wir beginnen unsere Tour in Letschin, das 1336 erstmals urkundlich erwähnt wurde. 1905 errichtete die Gemeinde für König Friedrich II. Von Preußen als Dank für die Trockenlegung des Oderbruchs ein Denkmal. Etliche kleine Kanäle ziehen durch das Ackerland. Sie dienen der Entwässerung. Der alte Fritz ließ sich zwischen 1747 und 1753 zur Trockenlegung des Oderbruchs anlegen. Großneuendorf, das ursprünglich aus einem Fischerdorf entstand, wurde schon 1349 erwähnt. ...1932 entstand am Hafen ein Bahnhof. Die Einrichtung diente der Beförderung von Gütern aus dem Oderbruch nach Berlin. Es waren überwiegend landwirtschaftliche Erzeugnisse. Seit dieser Zeit ist der Ort von diversen Einzelgehöfte und Bauernhöfen umgeben. Sogar in den kleinsten Dörfern huldigt man dem Preußenkönig. Jedes Mal, wenn wir im Oderbruch unterwegs sind, fahren wir nach Polen ins Kloster Zehn, um zu speisen. Immer sehr vorzüglich. Nach dem Essen fahren wir in das nur wenige Kilometer entfernte frühere Königsberg. Vom 10. bis 12. Jahrhundert stand hier eine frühslawische Burg. Der Name Königsberg wurde 1244 zum ersten Mal erwähnt. Das Rathaus wurde 1320 erbaut.
Die Pfarrkirche St. Marien wurde bereits um 1282 errichtet.1290 wurde das Augustinerkloster geweiht. Hier endet unsere heutige Tagestour.